Niemand will den Überwachungsstaat. Doch seit dem Bombenmassaker in Boston am 15. April mit 3 Toten und über 200 Verletzten ist die Debatte über unsere Sicherheit neu entfacht. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland fordern Politiker mehr Kontrolle. Und weil in Boston Videoaufnahmen der Täter entscheidend waren für den Fahndungserfolg, fordert Innenminister Friedrich mehr Überwachungskameras in Deutschland. Heftig waren die Reaktionen unter den Politikern. Wir gingen der Frage nach: Wie weit darf Sicherheit gehen? Wie stark darf sie unsere persönliche Freiheit einschränken? Denn so sehr Kameras helfen, Täter zu ermitteln, sie beeinflussen unser Leben und Terroranschläge verhindern. Das können sie nicht. Sie waren scheinbar ganz normale Jungs. Keiner konnte ahnen, was sie vorhatten. Die beiden Attentäter von Boston hatten keine Verbindung zu einem Terrornetzwerk. Ihre Bombe bastelten sie zu Hause. Mit einem Kochtopf. Wenn man diese Bilder sieht, denkt man sofort, man muss doch irgendetwas tun können, um solche Taten zu verhindern. Was aber kann und soll man tun? Diese Debatte berührt zentrale Fragen unserer Identität. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich forderte direkt nach dem Anschlag mehr Videoüberwachung und endlich die Vorratsdatenspeicherung. Diskutieren wollte er mit uns darüber nicht. Vor allem in den USA, aber auch bei uns wurden in den letzten gut 10 Jahren die Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen massiv verstärkt. Ob die Aufrüstung im Kampf gegen potenzielle Terroristen ein Mehr an Sicherheit gebracht hat, ist äußerst umstritten. Am Ende kommt es doch immer darauf an, im Umgang mit diesen Verbrechen, im Umgang mit dieser Bedrohung, mit dieser Gefahr, Mittel zu finden, die nicht das im Kern beschädigen, das zu beschädigen die Terroristen angetreten sind. Nämlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Schon heute ist es technisch kein Problem, von jedem Bürger mittels Video-, Computer- und Handyüberwachung genaueste Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Wie schnell aus solchen Daten falsche Schlüsse gezogen werden, weiß der Berliner Stadtsoziologe André Holm aus eigener Erfahrung. Völlig ohne Grund wurde er vor 6 Jahren plötzlich verhaftet. Der Vorwurf? Mitglied in einer terroristischen Vereinigung. Das war ein absoluter Schock. Also es hämmert an der Tür, du wirst zu Boden gerissen, bewaffnete Männer sichern die Räume, so wie man es aus dem Kinofilm kennt. Autofahrten mit gefesselten Händen, Hubschrauberflug nach Karlsruhe, 3 andere Männer, die in so Ganzkörperanzügen wie in Guantanamo dazugeladen werden. Also das ist erstmal so eine Situation, die du verarbeiten musst und die dir auch klar macht, hier geht es jetzt um alles, das ist irgendwie richtig ernst gemeint. Der Vorwurf gegen André Holm kam nur deswegen zustande, weil in seinen wissenschaftlichen Arbeiten Wörter wie Gentrifizierung oder Prekariat vorkamen, die auch in Flugblättern einer militanten Gruppe standen. Außerdem hatte er oft sein Handy ausgeschaltet, was auf konspirativen Lebenswandel zurückgeführt wurde. Und André Holm ist bei weitem nicht der Einzige, den die Logik der Rasterfahndung völlig ohne Grund trifft. Die Gefahr ist offensichtlich groß, dass, was technisch möglich ist, auch angewandt wird. Und vielen Menschen ist gar nicht bewusst, welch gravierende Folgen das haben kann. Im Februar 2011 demonstrieren 10.000 Menschen in Dresden gegen Neonazis. Es kommt zu Ausschreitungen. Die Polizei überwacht per Funkzellenabfrage das gesamte Mobilfunknetz. Stundenlang. Speichert alle Verbindungsdaten. Von autonomen wie von friedlichen Demonstranten, von Rechtsanwälten, völlig Unbeteiligten. Diese Funkzellenabfrage ist ein sehr typisches Beispiel dafür, dass zum einen die Sicherheitsbehörden von sich aus aktiv werden, obwohl es noch gar keine klare gesetzliche Regelung gab. Ihnen wurde bewusst, aha, wir können die Transaktionsdaten, also die Verkehrsdaten, über diese verschiedenen Funkzellen abgreifen und zur Fahndung benutzen. Sie haben gar nicht erst gewartet, dass der Gesetzgeber tätig wird, sondern erst mal tätig geworden. Sie haben Fakten geschaffen. Die Sicherheitsbehörden wollen Verbrechen verhindern, bevor sie passieren. Das ist ihre Aufgabe. Doch es hat dazu geführt, dass Unmengen an Daten präventiv gesammelt werden. Video, Telefon, Standortdaten. Ohne konkreten Anlass. 12 Jahre Antiterrorgesetze stellen ein Grundprinzip der Demokratie in Frage. Man hat zum Mittel der Rasterfahndung gegriffen, man hat großformatige Dateien angelegt, man hat im Grunde genommen alle und jeden überprüft, auch diejenigen, die nicht unmittelbar im Terrorverdacht standen,
Man hat die Unschuldsvermutung gegenüber dem Einzelnen umgemünzt in einen Generalverdacht gegen alle. Doch eine Institution leistet Widerstand. Das Bundesverfassungsgericht. Es hat in den letzten 10 Jahren beinahe jedes Gesetz zur inneren Sicherheit für verfassungswidrig erklärt. Aber die Politik versucht es immer wieder. Erst diese Woche ermöglichte der Bundesrat den Zugriff auf Netzdaten nicht nur für Verbrechen, sondern sogar für Ordnungswidrigkeiten. Das hat im Kern schon etwas Totalitäres. Also dieser Kontrollanspruch und das Begehren, all das aus dem politischen Raum auszuschalten, was störend ist, das hat in der Tendenz Elemente von Kontrolle und Übergriffigkeit und Planungsfantasien, denen durchaus auch eine totalitäre Note eigen ist. Natürlich wird jeder sagen, man muss alles tun, um einen Anschlag wie in Boston zu verhindern. Doch Boston war nicht zu verhindern, mit noch so viel Überwachung nicht. So grausam es klingt, wir werden uns damit abfinden müssen. Sonst laufen wir Gefahr, wesentliche Teile unseres Rechtsstaates auszuhöhlen, nur um uns die Illusion umfassender Sicherheit zu erhalten.